Yeah, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier bei Povrot TV. Mein Name ist Povrot, ich habe ein neues Champion-Konzept für euch. Nina kanntet ihr noch nicht. Ina habe ich letzte Woche vorgestellt. Heute gibt es die Nahkämpferin, die Assassine. Letzte Woche gab es die charismatische Schwester. Diese Woche gibt es die durchtriebene Schwester. Also, ich habe euch ja versprochen, im letzten Teil, als ich Ina vorgestellt habe, es gibt noch einen zweiten Teil, eine zweite Schwester. Und die werde ich euch dieses Mal vorstellen. Und natürlich halte ich mein Versprechen. Also, heute Nina, die durchtriebene Schwester, keine Fernkämpferin, sondern eine Nahkämpferin, keine Magierin, sondern eine Assassine, also mehr so eine Art Zed vom Spielstil, aber auch durchaus, denke ich, in der Mitte spielbar. Die Story lehnt sich sehr stark an die Story vom letzten Mal an. Das liegt einfach daran, das sind zwei Charaktere, die zusammen aufgewachsen sind, die ähnliche Charakterzüge haben, die trotzdem irgendwo unterschiedlich sind, aber auf jeden Fall zusammengehören. Und beide Schwestern wie Tag und wie Nacht. Ina und Nina. Nina, die jüngere der beiden, hat immer ein Vorbild in ihrer größeren Schwester gesehen. Also diese Hilfsbereitschaft, diese Freundlichkeit, das hat sie immer schon irgendwo bewundert. Aber Nina wollte ihren eigenen Weg gehen. Und Nina ist eine, die auch so ein bisschen frecher ist, die einfach auch noch nicht so lebenserfahren ist wie ihre ältere Schwester. Und deshalb, trotz der Gutherzigkeit, die sie an ihrer Schwester sehr liebt, wollte sie ihren eigenen Weg gehen und hat mehr so einen frechen, durchtriebenen und ein bisschen schadenfrohen Weg gefunden, obwohl sie im Kern trotzdem auf jeden Fall ein guter Charakter ist, genauso aufgezogen wie ihre Schwester. Beide halten zusammen und eins solltet ihr wissen, ihr solltet euch niemals mit der einen Schwester anlegen, wenn die andere in der Nähe ist. Und so ist es passiert, beide sind wieder in irgendein Abenteuer geschlittert, lag eigentlich an Nina, also die ist mal wieder in irgendeinen verwunschenen Wald gelaufen und auf einmal ist ihr ein riesiger, mächtiger Baum in den Weg gekommen. Und als Maokai dieses kleine, verletzliche Wesen sah, sprach er nur ganz laut: Wer wagt es, meinen Wald zu betreten? Und Nina, natürlich schon mutig und frech, wollte ihm natürlich einen Streich spielen, aber so ein fetter Baum wie Maokai lässt sich nicht veräppeln. Und in dem Moment hat er sich sie gepackt, hat sie angewurzelt und war dabei, sie schon zu zerstampfen mit seiner Naturmacht. Und in dem Moment kam Ina und da hat Maokai gemerkt: Ey, wenn du dich mit beiden Schwestern anlegen willst, dann legst du dich mit mindestens einer zu viel an. Ja, und so musste Maokai dann den Kürzeren ziehen, hat sich zurück in seinen Wald verzogen, aber natürlich die Schwestern vor Respekt haben auch den verwunschenen Wald verlassen. Das sind die beiden Schwestern, die charismatische und die durchtriebene. Und jetzt habe ich von Nina für euch die Fähigkeiten. Und die Passive lehnt sich auch ganz stark an die Passive an, die auch schon Ina hatte. Ich habe das Kit insofern ähnlich gemacht, als dass es mir wichtig war, dass diese Charaktere nicht nur von der Story oder vielleicht auch in-game, dass die da eine Korrelation miteinander haben, aber dass die auch von ihrem Kit, dass die da auch jedenfalls zusammenpassen, dass man merkt, ey, die eine ist so ein bisschen wie die andere, die müssen doch irgendwie zusammengehören. Und deshalb haben wir eine Passive, die besagt, jedes Mal, wenn Nina einen Gegner tötet, verringert sich die Abklingzeit aller ihrer Basisfähigkeiten um eine Sekunde. Vergleicht das mal mit Ina aus der letzten Woche, das ist sehr, sehr ähnlich, es ist ein bisschen anders, aber vom Grundsatz her irgendwo auch wieder dasselbe. Dann haben wir die Q. Und zwar, Nina springt in eine bestimmte Richtung und schlitzt anschließend erst alle Gegner in einem Kegel auf. Und diese Gegner erleiden 60, 80, 100, 120, 140 plus 110% Bonus AD physischen Schaden. Und alle heilenden Effekte werden für 2 Sekunden um 50% reduziert. Das heißt, die Gegner kriegen auch Wunden. Abklingzeit 5 Sekunden, sehr kurz. Mana-Kosten 45, okay. Sprungreichweite 500, Kegelreichweite 200. Das heißt, sie springt nach vorne, diese 500 Einheiten, nimmt dann ihr Messer und einmal in so einem Kegel schlitzt sie vor sich die Gegner auf, verursacht da den Schaden, also auch AOE-Schaden. Aber man muss es halt richtig anpassen, denn wenn man Pech hat, flitzt man an dem Gegner vorbei und schlitzt irgendwo in die Luft und trifft gar nicht den Gegner. Aber das ist hier auf jeden Fall der Hauptspell, der Basisspell, den man, denke ich, hochskillen sollte. 5 Sekunden ist halt mega, mega kurz. Und von daher auch mit der Reichweite und auch mit, also es ist ja Utility letztendlich, wenn man auch so einen Jump, einen Gap Closer hat. Und ich denke, mit 5 Sekunden Abklingzeit immer wieder einen Gap Closer zu haben, das ist schon ziemlich sexy. Also es ist zwar nicht so wie bei Yasuo, der die ganze Zeit einen Gap Closer hat, wenn Minions in der Nähe sind, aber das ist schon ziemlich, ziemlich cool. So, dann haben wir eine W und die hat eine Passive und zwar nur eine Passive. Wenn ein Gegner in Ninas Sichtweite unter 30, 35, 40, 45, 50% seiner maximalen Leben besitzt, also wenn der Gegner quasi geschwächt ist, dann verursacht der nächste normale Angriff von Nina 10% plus 1% je 100 AD seiner maximalen Leben als magischen Schaden und Nina heilt sich um 20%
des verursachten Schadens. Das ist ziemlich krass. Das hilft dir beim Last-Hitten. Und, warte mal, wenn ein Gegner in Ninas Sichtweite. Das heißt letztendlich auch Minions. Das heißt, Nina hat Sustain. Das hatte ihre Schwester nicht. Nina hat Sustain, sie kann sich also ein bisschen regenerieren. Und vielleicht müsste man das noch ein bisschen anpassen. Ich denke aber, 20% des verursachten Schadens beziehen sich nur auf diesen Zusatzdamage, der hier kommt. Also auf diese 10% plus 1% pro 100 AD. Abklingzeit, ihr Gegner 6%. Das heißt, wenn ein Gegner schwach ist, 6 Sekunden meine ich, wenn ein Gegner schwach ist, sie kann nicht die ganze Zeit ran und tak, tak, tak diesen prozentuellen Schaden machen, sondern das ist wie bei Jarvan. Jarvan hat ja auch den ersten Auto-Attack, den er macht, in einer bestimmten Zeitspanne. Der macht auch übrigens 10%. Hier noch mit einer leichten Skalierung. Also ich denke, diese Fähigkeit ist stark. Sie ist aber auch fair, weil der Gegner einfach schon geschwächt sein muss. Hilft beim Last-Hitten, hilft auch beim Finishen gegen geschwächte Champions. Und dann haben wir eine E. Nina wirft ihren Dolch nach vorne und zieht ihn wieder mit einem Seil an sich heran. Dabei verursacht der Dolch am ersten getroffenen Gegner physischen Schaden und verlangsamt sein Ziel für eine Sekunde um 25%. Nina hat also einen Dolch. So, da dran ist vielleicht irgendein Seil. Sie wirft diesen Dolch, trifft den ersten Gegner, zieht diesen Dolch schnell wieder zu sich heran. Gegner leicht geslowt, weil er halt von diesem Dolch, weil er Schaden erleidet, getroffen wird. Und der Schaden ist ziemlich geil. Das ist wie ein verstärkter Auto-Attack, aber mit ein bisschen Range. Und Range hilft definitiv, wenn man als Assassin in der Mitte spielen will, denn man trifft auch viele Ranged Mages. Vielleicht trifft sie ja sogar auf ihre Schwester. Ob das geht, ob Riot sowas zulassen würde, eine Schwester gegen die andere, obwohl sie immer zusammenhalten, ich weiß ja nicht. Aber eigentlich ist alles möglich. Champions können gegeneinander spielen, so wie Darius und Draven zum Beispiel. Abklingzeit 98765. Mana-Kosten 35, Reichweite gar nicht mal so weit. Also es ist weniger Auto-Attack-Reichweite, wenn man jetzt diese E als Auto-Attack sehen würde, als zum Beispiel bei dem ADC mit der wenigsten Range. Also auch zum Beispiel ein Draven hat 500 Range und hier haben wir 450, also immer noch ein bisschen kürzer. Aber kombiniert das mal mit der Q zum Beispiel. Ihr springt ran, macht schon mal den Schaden, slowt den Gegner dann mit eurer E, macht den starken Auto-Attack mit der W. Und da, denke ich, kann man eigentlich seine Gegner gut niederschnetzeln. Und die Passive bringt natürlich richtig schön Cooldown Reduction, dass ihr die Fähigkeiten auch immer abhabt. So, dann haben wir noch eine Ulti. Natürlich haben wir eine. Nina wirft beide Seildolche um den Kopf eines gegnerischen Champions, hält ihn für 1,5 Sekunden fest, also ordentlicher CC, und verursacht physischen Schaden. Dabei springt sie über den Gegner und landet im Abstand von 450 Einheiten auf seiner anderen Seite. Abklingzeit 70, 60, 50, also gar nicht mal so lang. Mana-Kosten 100, ist normal für eine Ulti. Reichweite 450. Was heißt das jetzt? Nina hat ja diese Seildolche. Das haben wir schon in der E gesehen, dass sie den wirft und wieder ranziehen kann. So, jetzt, sie hat hier einen Gegner. Sie wirft beide Seildolche, packt sich den am Kopf, springt über ihn rüber und landet hier 450 Einheiten von ihm entfernt. Also wehe dem, der versucht, eine Nina zu diven, die ihre Ulti hat. Denn sie packt sich den, er wird auch noch CC, das heißt, der Tower hat dann richtig schön Zeit, um Schaden zu machen. Und Nina springt sogar noch schön über ihn rüber und hat dann sogar noch ihre Q, um wahrscheinlich wegzukommen. Also ich glaube, das ist eine ziemlich geile Möglichkeit, die Gegner zu nutzen und richtig schöne Mindgames zu spielen. Ihr könnt den Gegner auch direkt anklicken, das heißt, es ist kein Skillshot. Also ihr trefft auf jeden Fall den, den ihr treffen wollt. Und auch eine gute Möglichkeit, um eben auch einen Carry aus ein bisschen Range rauszufischen, vielleicht auch in einem Teamfight, um die Gegner rumzutanzen. Und wenn ihr natürlich jemanden tötet, nicht vergessen, in der Passiven, eine Sekunde Abklingzeit. Und ja, das ist Nina, die zweite Schwester. Das heißt, nächstes Mal gibt es wieder einen anderen Charakter, der keine Verbindung mit einem bestehenden Charakter hat, den ich schon konzipiert habe. Nina, die durchtriebene Schwester für euch Leute. Ihr diskutiert in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Ich bin euer Powerwort, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.